Omega Ruby und Alpha Sapphire. Ich muss das mal so betonen, wie der japanische Sprecher das macht. Also, Omega Ruby, Alpha Sapphire. Sorry, musste jetzt einfach mal sein. Tetsley, die neue Schülerin. Ich bin Tetsley, bitte seid nett zu mir. Ich setz mich hier hin. Die Schultasche habe ich schon vorher dahingestellt, genau. Okay, Sensei, bring mir alles bei. Nicht? Oh gut, dann gehe ich wieder. Ich werde viel. Okay, lassen wir das. Bitte komm zum Empfang hier drüben. Ich will aber rechts hin. Okay, dann halt nicht. Ach ja, ich darf wieder blechen, verdammt. Ja, danke. Nimmt mich aus. Nimmt mein ganzes Geld weg. Da ist Heiko. Nee, wo ist er? Ist der links? Hä? Wo ist Heiko? So. Du siehst mich nicht. Nein. Du hast mich schon verstanden. Du siehst mich nicht. Okay, ich wollte auch nur den Baum beachten. Mann. Nein, ich wurde nicht von deinem Duft angezogen. Ich wollte einen Baum begutachten, okay? Mein Gott. Immer diese Aroma-Ladies. Oh Gott. Ich habe diesen Sprite schon vorher gesehen, aber ich komme nicht drauf klar. Ah, herrlich. Weil dieser Modus ist ein Modus und ich kann hier hüpfen. Kannst du das auch? Nein, kannst du nicht. Werte Paralyse, es wäre sehr nett, wenn du mal so, ne, hau rein und so. Jetzt aber... Geht doch. Mein Gott. Ich krieg hier schon, Nee. Nein, einfach nein. Nimm mal eine Limonade. Komm, Trassler, gönn dir eine Limonade. Wie schmeckt's? Nicht gut? Oh, schade. Mann, ich dachte, die Limonade schmeckt dir. Hab ich extra ausgesucht. Na egal. Wo guckst du hin? Walbu. Wablu. Ich Walbu, du Walbu. Wablu, Wablu. Wablu, Wablologie. Guck nicht. Guck nicht, ich will hier nur entlang. Dann setz es einfach mal Heilwoge ein, auch wenn es nichts bringt quasi. Warte. Ich hab's geheilt? Oh nein, das war eine dumme Idee. So. Na, schon wieder Gainer. Are you serious, man? Doppelteam. Wow. Das hat die Welt gebraucht. Ein wildes Pfiffchen ist erscheint. Ein wildes Pfiffchen erscheint. Ist erscheint. Genau. Genau. Ist klar. Dann hast du sicher auch nicht mehr als eine Minute benötigt, um Gegner wie diese zu kaputt. Oh Gott, mein Deutsch, ich lese den Satz nochmal neu vor, tut mir leid. Pff, Flügelschlag auf Stalos. Stahlgestein, was denkst du dir eigentlich? Tja, Nichtskönner, Amateur, kannst doch gar nichts. Platz da, aus dem Weg! Wieder rennt! Wieder rennt! Friss Pokéball! Die sollen ganz appetitlich schmecken, habe ich gehört. Ab und zu. So, zwischendurch. Du bist richtig stark! Ja, ich weiß. Ich bin der stärkste Pokémon-Trainer. Rin, egal. Halt dich von Klima-Instituten besser fern. Dort ist es gefährlich. Aber ich brauch das noch für mein Referat. Ich muss da rein. Lass mich! Ich gehe da jetzt rein. Du kannst mir gar nichts sagen. Nom, nom. Wieso überlebt das? Was soll das? Der Trank eingesetzt. Schämst du dich nicht? Wir dürfen also nicht zwischen den Kampffunken, okay. In Ordnung, wir haben den Befehl, uns zum Pyroberg zu begeben. Wir müssen zusehen, dass wir uns den Edelstein sichern, bevor er in den Besitz von Team Aqua gelangt. Mach das nicht. Das ist ganz böse. Zeige mir, wie stark die Reise dich in deinen Pokémon und dich und dein Pokémon-Team gemacht hat. Gott, mein Deutsch. Ende. Wenn du jetzt nochmal Wirbelwind einsetzt, dann wirbelwinde ich den gleich weg. Ah! Ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Eneko schon wieder! Mann! Setz Gesang ein! Mein Gott! Falls sich ein Pokémon unterwegs verletzt, nimm es zu dir nach Hause und gönne ihm etwas Ruhe. Das könnten wir machen, werden wir aber nicht tun. Glückwunsch! Dein Gekabor wurde zu einem Reptane. Gott, mein Deutsch ist gerade am Ende. Hey, verdammt! Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Nein, darfst du nicht. Warum auch? Ich möchte zu Mr. Bark. Halt mich nicht auf. Schäm dich. Lass mich zu Mr. Bark. Wir heilen aber ganz kurz Pokémon. Beziehungsweise unsere Pokémon, um richtiges Deutsch zu sagen. Genau.
Der Satz war aber auch fehlerhaft. Egal. Wir sind hier gerade nicht in der Deutschstunde.